Yo, Servus Leute und herzlich willkommen hier zu einem weiteren 4 gegen 4 Multiplayer. Wir sind hier mit dem guten Steffen, mit dem Tiny und dem Mottek unterwegs, sind hier auf vier andere Gegner gestoßen und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Mottek eigentlich wieder da? Keine Ahnung. Er Ich glaube nicht, ne? muss er breit gedrückt haben. Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, der hängt hier, ne? Der zweite, der hängt, ne? Keiner von euch, ne? Der hängt. Ich häng nicht, ne? Ja, der ist Also AFK. doch, der hängt schon. Ja. Wow. Alter. Yo, was geht ab? War AFK die ganze Zeit. Aber das hat man nicht gemerkt. Du hast gespielt wie immer. Aber jetzt bist du wieder am Start, ne? Geht. Kannst uns jetzt carryen, weil gerade haben wir es echt verloren. Gerade war unlucky. Nee, wir waren einfach kacke. So direkt würde ich das nie formulieren. Ja. Ich war ein bisschen hart, Mädchen. Kann jemand von uns eine gute Aktion nennen, die wir in der letzten Runde gemacht haben? Gruppe hat den Game Changer ausgepackt. Ich Ich bin direkt abgestürzt. Hab auch einen geholt. Das Ja, weil der stimmt. AFK war. Ja gut, aber ich habe den gezielt in Brand gesetzt. Weil ich dachte, dass der AFK ist, noch locker verbrennen. Dann zack. Ja, ich hab gezielt und den in Brand gesetzt. Hab 5 Minen, aber keine Forschung. Die kommen echt mit Bastos. Das war ich. Okay. Es wundert mich nicht, dass du mich zum Gegnerteam Aber wie aus. kannst du da hinbauen? Basshaus Wohin? krieg ich Flashback. Ach, das ist Mozek, ja. Oh. Ja, wohin denn? Hey, du baust vor meine Base. Ich kann jetzt Ja, oben sonst kann keine. ich hier nichts machen. Sonst kann ich nicht eine einzige Waffe Du kannst nach besitzen. oben bauen. Nee, da kann ich nicht, weil Oh, da kam nämlich der? einer Ui! runtergebaut hat. Oh, kam der gut, Junge. Schade, dass da keiner Nein, reinhalten aber kann. tiefer baue ich nicht. Nein. Okay. Tiefer geht das Niveau und. Dafür haben wir gesorgt. Steffen hat in seinem Video gesagt, dass wir Seile brauchen auf Hängemaps, ne? Das aufhängen sollen, hat er gesagt. Ey, ihr könnt mich doch nicht darauf festnageln, was ich irgendwann mal gesagt habe, Doch, das habe ich in einem Video gesehen, das muss gut sein. ey. Man hat auch immer über seine Ex-Freundin gesagt, dass das gute Menschen sind. Hallo? Da bin ich wieder gelasert vom Gegner, Alter. Glazort. Laser Schmeiser. Die Gegner wohl Luftabwehr? Nee, bestimmt nicht. Aber doch haben die. Aber geht trotzdem durch. Trifft nur leider nichts. Ich wollte nur antesten. Ob Spaß macht. Auch, ja. Oh, oh, oh Oh shit! Oh nice! Ich hab's shit! nicht gesehen, ich hab nur Kobe gesehen, wie Bryant, zusammen, Alter! Kobe Bryant lebt doch noch! Holy shit! Jetzt mal den Was? unkonventionellen Weg. Da bin ich dabei.
Jetzt mal schwachsinnig. Oh, da halte ich rein, da halte ich rein. Ja. Ja, fühle ich doch. Hat jemand eine Buster? Dann ist der ich habe was Besseres, ich habe was Besseres. Was? Der ist doch genau reingegangen. Jetzt kommt Sandy mit seiner Shotgun. Das zählte mich wieder so. Der in der Mitte macht immer Türen auf und zu. Dafür? Der ist wahnsinnig. Da können wir echt mal Hallo sagen. Kann mal einer deren Luftabwehr rausnehmen? Kann ich, glaube ich, dabei, ne? Jetzt mal richtig anzünden. Geil. Schieß mit dem Buzzsaw auf mich. Kobe Bryant ist gedeiht, ass. Ach, die haben einfach Flaggen gebaut. Ja, die ganze Zeit nichts machen. Ich hab nur Raketen gebaut. Wo steht die Flagge? Keine Ahnung, bei dem in der Mitte. Alter. Laser. Eine Flak habe ich geholt. Oh, das war nice. Oh, Kobe Bryant, Junge. Lass mal die Tür einfach offen, scheißegal. Nein, ey, schieß direkt hinterher. Mit der Buzzsaw einfach. Jetzt kommt da noch so einiges. Oh mein Gott. Ich baue Quatsch. Bekannt. Du hast jetzt drei Leute geholt? Ja, hol doch den vierten jetzt auch noch, bitte. Tanja und ich gehen echt sehr unkonventionelle Wege, ey. Ich hab außerdem geschossen. Der macht nichts mehr. Was war das denn schon wieder? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr coole 4 gegen 4 Karten aus der Community kennt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir sind immer auf der Suche nach neuen 4 gegen 4 Karten, die man ausprobieren kann. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.